Es gab eine Zeit, in der Dokumentarfilmer für die größtmöglichste Objektivität kämpften, in der die Existenz der Kamera ein zu akzeptierendes Übel war. Das ist heute anders. Moderne Dokumentarfilme ändern, greifen ein, stellen nach und sind teilweise fiktiv. So ist es auch bei unserem nächsten Film. Der handelt von Kindern in Afghanistan. Meine Kollegin Damla Kainak stellt den Film einmal vor. Hier ist Das Land der Erleuchteten. Das Land der Erleuchteten des belgischen Regisseurs Peter Jean Desplus erzählt die Geschichte eines afghanischen Jungen, der davon träumt, einmal König in seinem eigenen Land zu werden. Der Film pendelt dabei zwischen Hoffnung, Traum und Wirklichkeit, die Desplus authentisch abbildet. Im kriegszerrütteten Afghanistan graben Kindernomaden sowjetische Landminen aus und durchsuchen rostende Panzer auf Altmetall. Der Verkauf von Munition und Tretminen gehört dabei zu ihrem Lebensalltag. Entschlossen kämpfen sie für den Abzug der amerikanischen Truppen aus ihrem Land. Immer wieder lässt Regisseur Desplus Kinderträume hervorblitzen, die mit der harschen Realität zusammenprallen. I wanted to bring an image of Afghanistan, which is also a very beautiful image and a very poetic image inside this war. So you can maybe describe it as rather a fiction film because I'm focusing especially in these dreams of those kids and it's a very imaginary world. So in that way it's a film with lots of fantasies and poesy. Wirklichkeit und Fiktion liegen bei Desplus dicht beieinander. Die semidokumentarische Erzählweise hat dann letztlich doch eher Spielfilmcharakter. Mitten im Kriegsgefecht lässt Desplus eine märchenhafte Geschichte entstehen. The kids in a minefield, they are digging up mines in daily life. I mean, but of course, when you arrive with a film crew, it was a bit dangerous to say, now we're gonna follow you in an active minefield. So we said, okay. We put it like fake mines or like disarmed mines again in the ground and we just follow them and said, okay, take out the mines and do like you do in daily life. So it was a kind of reenactment, but very close to reality. Otherwise, it was just impossible to film it. Desplus verbindet dokumentarische Handkameraaufnahmen mit ästhetischen Stilmitteln. Immer im Fokus steht dabei der Kontrast zwischen den malerischen Gebirgslandschaften und der brutalen Alltagsrealität der Bandenkinder. Nicht selten erzeugt Das Land der Erleuchteten eine klaustrophobische Wirkung beim Zuschauer, der sich im Laufe des Films selbst zwischen Traum und Wirklichkeit gefangen fühlt.